Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Artyom. Niemand wird das. Doch, wir können das. Wir können das schaffen. Ich fühle mich wieder einsam. Wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Artyom. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Berühre mich. Was jetzt? Eieiei. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen, während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Na, worauf wartest du noch? Geh! Geh, Artyom. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. Okay, aber wenn das ist, ruf an. Komm her, Schatz. Guck nicht dahin. Was ist denn da, Papa? Nichts. Alles in Ordnung. Guck nur nicht hin. Oh Mann, sieht so scheiße aus. Bald. Sehr bald. Kannst du sein Gesicht sehen? Als wenn... Sieht nach der achten Kiste aus. Ja, es ist die achte. Boah, Alter. Zemetski, Juri. So eine Leiche, boah. Die sind, glaube ich, alle infiziert. Das muss wohl die Hülle sein. Hey! Irgendjemand da? Nein. Was mache ich denn jetzt? Also brauche ich Sie nicht an die Handschuhe und die Maske zu erinnern. Nein, das weiß ich. Alter. Rufen Sie mich sofort. Sollten irgendwelche Parameter. Die Ausbreitung der Epidemie verlangsamt sich also. Sieht so aus. Aber konnten Sie den Überträger isolieren? Ja, und du darfst da nicht rein. Das ist eine Gefahrenzone. Nein. Es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger. Doktor, Sie wissen, dass ich kein Mediziner bin. Bitte erklären Sie es mir. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten 2 Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur 2 Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt. Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Generation Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt, aber wo es jetzt nach all diesen Jahren herkam. Biowaffen, mein Gott. Ach, okay. Nur wer steht da so rum, ey? Ich habe ein paar Ranger befragen lassen. Aus dem Weg. Oh, danke. Pustite!
Dieses Arschloch, wir haben ihm gesagt, er soll anhalten. Jeden Tag, das nimmt kein Ende. Noch mehr Papierkram, diese Arschlöcher. Schnell weiter. Was ist denn das? Ah, okay. Geile Raucheffekte. Was soll das, Alter? Du kannst hier nicht bleiben. Oh Mann, ey. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Aber ich muss zurück, um ihre Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Wie sollen wir etwas kaufen, wenn alles, was wir hatten, zurückgeblieben ist und die Hanse so viel berechnet? Bitte! Die Hanse hat ihnen Unterschlupf gewährt. Treten Sie zurück! Unterschlupf zum Sterben, treten Sie zurück! Die Flüchtlinge hatten viel Glück, weil Tomlins Ranger hier waren. Korbuts Männer haben ganz klar nicht erwartet, auf einen Gegenschuss zu treffen. Was? Und? Ist noch alles da, oder? Die Hanse konnte die Station nicht ohne Hilfe beschützen, aber sie bietet immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Und ein Krankenhaus. Vielleicht hilft ihnen das ja. Ja, vielleicht. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Nice. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten. Boah, ich bin von den Filtern. Wir hatten echt Glück, dass die Ranger hier waren. Komm schon, schau mal. Ich wette, in Sparta gibt's die Ranger. Lass uns falschen. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich gebe dir auch einen Rabatt. Die kannst du kaufen, ohne lange nachzudenken. Billige, wirst du sie nicht finden. Okay. Das wird reichen. Ich brauche nichts, wirklich. Nein. Artyom, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Öffne dich. Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus. Verkehr nach draußen! Aufmachen! Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, kommen Sie durch. Ja. Also, wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen.
Wenn du es sagst, Kumpel. Aber es gibt einen anderen Weg. Ja. In Ordnung. Gehen Sie zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Verbindungstunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Eine Sackgasse? Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Machen Sie auf. Oh Mann, mach die Tür auf. Ich will ein bisschen Action erleben. Endlich. Vorsicht mit den Generatoren! Alter, bis du kommst, ne? Wir schon über alle Berge. Scheiße, man muss abschalten, ne? Ein Tempo. Die meisten Leute glauben, dass die Metro nur aus Tunnels und Stationen besteht. Ein lebloses und seelenloses Konglomerat, das nur von Menschenhand geschaffen wurde. In der Metro gibt es einen besonderen Ort. Die wenigen Leute, die dorthin kamen, kehrten nie zurück. Ich nenne diesen Ort den Schicksalsfluss, denn er kann dein Schicksal verändern. Der Vergangenheit wegspülen und die Chance auf eine andere Zukunft bieten. Wenn man in den Fluss geht, um eine solche Chance zu nutzen, weil man verzweifelt ist, dann wird man eventuell zu dem Ort in der Zeit getragen, wo einem diese Chance gegeben wird. Der labert aber auch viel, ne? Na, mach! Vergiss nicht, wir müssen den Schwarzen finden. Also, das ist das Einzige, was wir vom Fluss wollen. Die Metro ist ein lebendiges, atmendes Ding. Mit Herzschlag, Seele und Verstand. Ratten, ne? Ich hab dich. Hey. Warte. Bäh. Ich erinnere mich, dass Corbo die Operation, die sie in Purple Sky hier ausführen sollten, Experiment nannte. Was, wenn dieser Massaker kein Fortschritt zu einem großen Krieg, sondern den Test einer neuen Monsterwaffe war? Was, wenn die Roten den Orden, die Hanse damit einfach nur ablecken wollten, während sie einen viel gewaltigen Angriff vorbereiten? Ich wollte immer ein Soldat sein, die Menschheit beschützen, aber all das Blut, das ich vergossen habe, hat mir nicht geholfen. Den Krieg zu verhindern, der bereits begonnen hat, ich bin kein Superheld geworden, der den Schurken töten und die ganze Welt retten kann. Nicht, dass ich davon träumen würde. Jeder tut das, aber wenn der Krieg beginnt, stellen sich die meisten Leute einfach nur als Kanonenfutter heraus. Viele überleben nicht einmal ihren ersten Einsatz. Ich kann als kleines Zahnrad im Ganzen kann mich nur auf vorbestimmten Achse drehen und zusehen, wie das massive Schwungrad den Abschlachtens wirbelt. Vielleicht ist das der Grund, dass ich mit Kahn gehe. Es könnte meine einzige Chance sein, etwas zu ändern. Drehen. Hier müssen wir vorsichtig sein. Ich nehme hier mal die Munis. Ei. Ein verlassener Ort. Na los, Mann. Ich gehe schon mal vor, ne?
Ah, was ist das? Kann ich nehmen? Ist full. Hörst du das? Mach das. Jetzt geht's rund. Scheiße. Noch einer. Wie schmeckt dir das? Nichts. Obwohl, doch. Hey Mann, wo bist du? Nur ein paar Monster, sonst nichts. Lass uns gehen. Ja, sicher. Und wie es dann weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, Leute, und tschüss.